Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich bin Man darf nicht drauf alles und glauben, dran, was man es hört. nochmal zu versuchen mit dem da. Man selbst ist dabei Ich wollte nicht gerade mal schauen, ob aufgeschlossen. ich vielleicht irgendwas habe, was mich stärker macht. Meine Meinung will ja keiner Naja, hören. da würde ich lieber Tränke brauen, wie gesagt. Glaubst du wirklich daran? Und die würde ich mir auch lieber auf. Wobei, ich glaube, die kann ich gerade eh Man noch nicht darf länger verwenden, nicht, ne? dass das Ja, kann ich nicht lesen. genau, das kann ich nicht lesen. Das ist auch diesmal gleich nicht so weitergehen. Ja. Das höre ich zum ersten Mal. Ansonsten wüsste ich jetzt halt gerade nicht, was ich hier tun kann. Ich habe gerade schon mal ein bisschen durchgeguckt. Bulko bräuchte ich. Bulko bräuchte ich aus zwei Gründen. Ja, auch wegen Pepe. Ich Ich habe habe was anderes so gemacht. einiges gehört. Ich frage mich, was passiert, wenn ich Ja, ich weiß Bulko gar nicht, warum rauslocke er zu sich so Pepe. aufregt. Vielleicht hilft mir Pepe dann ja. Ja, Hey ich du. weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ja, das kennen wir. Sag mal, Silvio, ja. Tick. Das hatten wir, glaube ich, alles schon. Ja, Arschloch. Hey, Arschloch. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich mit dir auf ein Duell einlasse. Kriech wieder unter deinen Stein. Oh, schade. Hey, du. Silvio mag es nicht, wenn man ihn anspricht. Hast du das immer noch nicht kapiert? So, jetzt folgt er mir. Die Frage ist nur, wo locke ich ihn Das hast du hin? doch vorher gewusst. Hey, wo bist du? Wo bleibt er Das war doch jetzt? schon vorher gelangt. Ich krieg dich noch! Ja, komm halt her. Es gibt doch nur noch mehr. Wo hast du das denn schon? Nein, nein, nicht so, nicht so. Das hast du doch bis zum letzten Mal. Nicht so, dass du mich erwischst. Nur so, dass du mir folgst. Ich krieg dich Ja, noch! komm halt. Glaubst Wir du haben ihn wirklich natürlich damals? doch noch gekriegt? So, man kann nicht aus der Taverne raus. Ich wundere mich aber, will ja keiner hören. Da kommt er. Ich bin mir Komm der mit. Unsicherheit. Komm mit. Er ist gewandt, als ob er mir Ja, selbst sehr hinter schön. die Er her folgt wäre. mir. Er muss Das das ja, geht das weiß ich doch. von dir. Ich krieg dich noch! Ich Ja, krieg glaube mich nicht, doch. dass das alles ist. Dann krieg mich. Hehe, krieg mich. Hey, Kord, der greift mich an. Ach, verdammt. Pepe. Hilf mir. Ich krieg dich noch! Ich hab Bulko. Pepe? Bulko ist bei mir. Willst du nicht auf ihn draufhauen? Du magst ihn doch auch nicht. Ah, verdammt. Jetzt durchsucht er mich. Ah, wie soll ich den denn bitte besiegen? Dafür bin ich viel zu schwach. Ich bin gerade drauf und dran, die ganze Söldnerkarriere zu beenden. Ah, das gibt's doch nicht. Viel zu schwach bin ich für den. Naja, den hier Ich könnte ich weiß langsam eventuell nicht mehr, was schaffen, ich oder? sagen soll. Was willst du schon wieder? Das hat er wirklich nicht Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher Das kann zu. nicht ewig Das so kennen wir ja alles weitergehen. schon. Die haben Ah. Gott. Ich hab da meine Ahnung. Ah, Wer Glocke dir? drauf. Hast du es What? gezeigt? Was? Erst macht er kaum Schaden und dann macht er mich mit einem Mal platt. Diese Söldner sind viel zu stark. Zumindest für mich. Oder andersrum, ich bin viel zu schwach. Ich frage mich ernsthaft, ob das so sein soll, dass die mich so einfach umhauen. Ich habe mir das Ich habe gerade angehört. keine Ahnung, was ich hier sonst noch machen kann. Ich könnte den Tänzer nochmal verprügeln, aber der kann ja auch kämpfen. Ich probiere das nochmal. Rück mein Gold wieder raus. Entspann dich. Ich passe doch nur ein bisschen darauf auf. Sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Okay, du hast es so gewollt. Na, auch das klappt nicht. Das war eins zu früh. Oh Mann, ich habe gerade echt überhaupt keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, diese Söldner hier zu besiegen. Ich habe gerade wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, deswegen werde ich jetzt einfach mal das Ganze lassen und mich in den Wald nochmal versuchen zu begeben. Denn da hinten soll ja auch eine Kräuterhexe sein. Ich glaube, da habe ich auch irgendwas, oder? War da nicht was? Was hier? Na,
Weiß ich nicht. Irgendwer hat erzählt, dass es da eine Kräuterhexe gibt hinten im Wald. Keine Ahnung, wie die heißt. Hab ich da keine Quest dafür? Hab ich da echt keine Quest? Der einfache Weg. Zack, zack, zack. Nee, da unten ist es nicht, ne? Nö. Keine Ahnung. Aber Sagitta hieß sie, genau. Sagitta soll da hinten sein im Wald. Und ich versuche jetzt mal, einen Weg dorthin zu finden. Durch den Wald. Es kann ja spaßig werden. So gut, wie ich kämpfen kann. Ich würde sagen, um sicher zu gehen, speichere ich nochmal eine Runde. Und hey, guck mal, da ist ein Gegner, den ich besiegen kann. Hey, der hat auch sogar schon Schaden gekriegt. Vielleicht von dem Wolf. Ich höre doch gerade Geschnaube. Immerhin kommen die nicht her. So, ich gehe jetzt mal ganz langsam vor, ganz vorsichtig. Da sind Blutfliegen. Also da links irgendwo sind die Goblin-Skelette, da will ich nicht hin. Allerdings sind rechts ja auch Goblin-Skelette. Keine Ahnung, wo ich da hin kann. Wo ich hin muss. Uah, Keiler. Uah, Keiler. Uah, Keiler. Wolf. Mit dem Wolf komme ich zurecht. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Nur kein Keiler wieder hinten. Die Viecher sind böse. So, da ist ein Pflänzchen. Heilkraut. Oh je. Ich will nicht auch noch die Fliegen auf mich haben. Erstmal die Wölfe. Ui, drei Stück. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich hätte gerne nur einen. Ich nehme Bogen. Moment. Kommt da gerade eine Fliege? Auf mich zu. Ne, aber da hinten ist ein Feldräuber. Den kriege ich, glaube ich. Wenn ich will. Dann locke ich erstmal eine Fliege her. Mach die mal platt. Ja, komm her. Komm her. Feines Nom-Nom. Also für mich, nicht für dich. Oh! So, eine. Wo ist die Adapter im Baum? Wow, das war ja einfach. Ja, einer von drei Schlägen macht extra viel Schaden. Das klingt böse. Ah, es ist ein Schattenläufer. Es könnte ein Schattenläufer sein. Da ist nichts zu machen. Kann ich denn mittlerweile diese Fliegen ausnehmen? Nichts zu plündern. Hey! Fällt der mich einfach von hinten? Wie gemein. Hier war gerade irgendein Kraut. Wo war das denn? Hallo? Da ist doch gerade was gewachsen. Oder habe ich mir das eingebildet, dass da eine Pflanze war, die ich sammeln kann? Ne, da! Ein Heilkraut. Und ich brauche genau 30 Lebenspunkte. Das heißt, zwei davon. Sehr gut. Ja, da ist der Schattenläufer. Ich glaube, es ist ein Schattenläufer. So wird das. Ja, das ist ein Schattenläufer. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Die Viecher sind stark. Wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, wisst ihr auch warum. Ich davor so Respekt habe. Ah, ich kriege auch einzelne Wölfe. Oder? Naja, zumindest nur zwei. Zurückweichen, damit der dritte nicht kommt, aber halt auch nicht zum Schattenläufer. Sonst wäre das Zurückweichen irgendwie nutzlos. Ich glaube, so kann ich damit leben, ja. Das ist in Ordnung. Ach, ich bin ja noch ganz weit weg von dem. War ich gerade ein bisschen überempfindlich. Aber lieber ein bisschen übervorsichtig als draufgehen. Meine Priorität Nummer 1 ist Überleben. Meine Priorität Nummer 2 ist die Bedrohung beseitigen.
durch die Drachen und... keine Ahnung, was das andere war, die Erweiterung. Achso, die alten irgendwas, Götter oder so, nee. Irgendeine alte Macht. Hab ich's auch richtig gehört? Komm her, du Fliege. Ah, also die 35%, die sind ja schon relativ zufällig verteilt, ne? Ein Baum. Das sah gerade aus wie eine Festung. Da im Hintergrund. Und ist das hier Sagittas Höhle oder etwas anderes? Hier gibt es auf jeden Fall lecker Pilze. Und Pilze sind Mana. Deswegen muss ich den mitnehmen. Als Magier. Haha! Nochmal 3. Wer sagt's denn? Es lohnt sich eben, sich umzuschauen. Und mir fehlen immer noch ganz viele Lebenspunkte. 25, um genau zu sein. Aber vielleicht kann sie mich ja heilen. Ganz allein hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Was für ein Anmachspruch. Kannst du mich heilen? Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann, und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Alles. Okay. Heile mich. Heile mich. Yay! Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Nur die schlimmsten? Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. 5 von allem. Sie hat Schwefel, gut zu wissen. Sie hat Sumpfkraut, sie hat Laborwasserflaschen. Roter Tränenpfeffer, Vorsicht scharf. Zur Herstellung eines Mana-Tranks reine. Das ist gut. Ich schätze mal, die heilen... das komplette Mana und das komplette Leben. Tränke könnte ich mir gönnen, aber ich habe immer noch das Problem, dass ich 1000 Gold brauche. Naja, und hier will ich jetzt ehrlich gesagt die Waffen da nicht verkaufen, um Geld zu holen. Das kann ich bei anderen Händlern machen. Deswegen lasse ich erstmal. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Ich arbeite zurzeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Okay, was ist das? Was für eine Zutat ist das? Es handelt sich um eine sehr seltene Pflanze. Das Kraut nennt sich Sonnenaloe. Du erkennst es an seinem intensiven, mandelartigen Geruch. Wie gut, dass ich mir vor kurzem erst einen Geruchsemitter für den Computer gekauft habe. Speziell für Gothic 2 wurde der damals vertrieben. Nein, natürlich nicht. Wo werde ich diese Zutat finden? Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an denen es die richtigen Nährstoffe bekommt. Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? Troll. Ich weiß schon, wo sich ein Troll rumtreibt. Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann. Viel Glück bei deiner Suche. Aber... Ich fühle mich noch nicht bereit, es mit einem Troll aufzunehmen, um ehrlich zu sein. So, warte mal. Die hat hier einen Alchemietisch und ich kann doch schon Alchemie... Ne? Siehste? Ich kann Schnaps brennen. Spezielle Tränke kann ich noch nicht. Aber ich kann Heiltränke brauen. Siehste? Feldknöterich. Leider ist Feldknöterich so ein bisschen die Begrenzung. Deswegen würde ich ehrlich gesagt sogar dazu tendieren, nur die stärksten Tränke zu brauen. Aus den Heilwurzeln.
Fällt mir durch, habe ich 16. Das heißt, ich kann derzeit 16 Tränke brauen. Und wenn ich 16 mal den Schwachen braue, ist es halt irgendwie nix. Aber wenn ich mir 16 mal den stärksten Heiltrank braue, dann damit kann ich was anfangen. Sonnenaloe. Klingt schon irgendwie blöd. Vor allem Sonnenaloe, Schwarztroll. Ja, ist das ein bisschen Widerspruch? Sonnenaloe und Schwarztroll. Naja, wer weiß. Immerhin war ich jetzt bei Sagitta, aber war da nicht, wollte da nicht irgendwas wer, irgendwer irgendwas, war da nicht was? Oder bilde ich mir das ein? Habe ich da nicht gespeichert, nachdem ich irgendeine Quest gekriegt habe, oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ah, wenn ich weitergehe, komme ich zu einem Weg, der dann links rum wieder zur Taverne führt. Ja, dann mache ich das doch mal. Ich meine, vielleicht finde ich ja sogar durch Zufall die beiden... beiden? Keine Ahnung. Die Banditen. Die könnten ja hier auch sein. Was ist das da? Von unten war es hell. Keine Ahnung, was der da hat. Der Baum an seinem Fuß. Nun erstmal nur einen. Ach, Mist. Naja, gut, ich kann ja mittlerweile ein bisschen kämpfen. Daran soll es nicht scheitern. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Noch gute 1000. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich leveln kann. Und dann habe ich immerhin wieder, 16 Lernpunkte. Was kann ich davon lernen? Ich weiß es nicht. Mana im Zweifel, ne? Da hinten ist Feuer. Sind da die Banditen? Habe ich einen Zauber dabei? Vergessen und leichte Wunden heilen. Ist das auf Entfernung? Keine Ahnung. Habe ich nicht einen Bogen irgendwo? Ich habe doch einen Bogen, oder? Ah, da fehlt mir die Geschicklichkeit, verdammt. Mit Fernkampf könnte ich halt schön davor schauen, ob sich da jemand rumtreibt. Ja, da sitzt jemand, da sitzt ein Bandit, glaube ich. Das heißt, ich werde mich zuerst heilen, auf jeden Fall. Mir fehlen genau 50 Lebenspunkte. Ist mir egal. Ich trinke jetzt keinen Heiltrank. Oh, das mal so. Da fehlen mir noch 2, das ist in Ordnung. Habe ich halt 110. So, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal versuche ich mich mal mit den Banditen zu arrangieren irgendwie. Ja, bis dahin.